Willkommen zurück bei Rüdiger und Wenker. Wir sind nach einer langen Aufnahmepause wieder zurück bei Mario Sunshine und ich werde euch... gar nicht so lang. Nicht so lang wie die letzte Aufnahmepause. Ja, aber gefühlt ist es immer lang für mich. Selbst wenn wir 2 Tage nicht aufnehmen, ist das lang für mich. Riesenbloopers Rückkehr. Aber wir nehmen oft 2 Tage nicht auf. Siehst du? Deswegen kommt mir das immer in Ewigkeit vor. Und wir haben wieder das schöne Glück. Oder ihr habt das schöne Glück. Den kenne ich noch. Ihr werdet von mir wieder vollgelabert mit irgendwelchen interessanten und nicht interessanten oder weirden Geschichten, während der Wanker stirbt. Ich muss bloß gucken, wie ich da noch hinkomme. Ich glaube, hier lang. So, ja. Wie fandest du eigentlich meine Party? Ich hatte vor kurzem Geburtstag. Danke, du nachträglich. Danke. Und wir haben bei mir im Garten gefeiert. Und jetzt will ich mal auf deine Sicht der Party. Ich fand die absehbare Eskalation spannend. Ah ja, das war sehr witzig. Wir haben 2 Freunde, bei denen der eine Anarchist ist. Die politische Meinung vertrete ich nicht. Keiner von uns eigentlich. Nicht so direkt. Und ein Polizist. Dein Polizist, ja. Das reicht eigentlich schon. Der sich auch sehr gerne, also beide diskutieren ziemlich gerne. Leidenschaftlich. Und lassen keine andere Ansicht außer ihre zu. Beide nicht. Und da hatten wir schon, bevor ich die überhaupt beide eingeladen hatte, schon gesagt, die werden 100 pro streiten. Da würde eine Eskalation geben. Und die gab es dann auch. Ja. Ziemlich zum Ende hin, da war ich sehr erstaunt. Ja, haben sie lange durchgehalten, aber vorher haben sie auch nicht miteinander geredet. Das war auch gut so. ja, zumindest war das sehr interessant, weil ich habe ja nicht erwartet, dass der Anarchist anfängt mit körperlichen Kontakt aufzubauen. Es ist jetzt nicht irgendwie so eskaliert, dass sie sich geprügelt haben, aber... Bestimmt hätten sie daran Freude gehabt. Witzigerweise habe ich ja mit beiden danach geredet. Ich habe dem Anarchisten gesagt, dass es einfach nicht in Ordnung war und dann war die Sache für mich geklärt. Einfach einmal gesagt, war nicht gut, Punkt, Ende. Und dann habe ich noch mit dem Polizisten geredet und ja gut, er war voll und habe mich dann weiter vollgequatscht, wo ich meinte, ist doch okay. Der meinte dann auch nur, naja, wenn das nicht mein Geburtstag gewesen wäre und er wüsste, dass ich den kenne und ein Kumpel von mir ist, dann hätte er schon nach dem ersten Mal ihn voll in den Rinn gehauen. Weil Selbstschutz ist bei Polizei, dein Freund und Helfer. Nee, das ist einfach Selbstschutz. Wenn einer zu dir ankommt und körperlich wird, egal in welcher Form, kannst du einfach nicht abschätzen, wann dir einen reinhaut und wann nicht. Das kann ich gut nachvollziehen von einem Fremden. Naja, bei so einem Hemd wie unseren Anarchisten. Trotzdem, der Anarchist meinte ja auch, dass er eben auch voll eine reingezogen hätte. Einfach das haben sie beide gesagt. Und ich hab dann dem Anarchisten bloß gesagt, hättest du voll verloren. Wahrscheinlich. Kannst du übrigens dein Wasser aufladen im Wasser. Ne? Ah, hab ich vergessen. Jetzt wollte ich aber erstmal den hier. Das war doch die Fixdüse. Das war die Übersprungdüse, genau. Die wollte ich auch haben. Und es hat sowieso aufgeladen dadurch. Cool. Wie komme ich? Das wusste ich auch nicht. Oh, ich hänge an was. Sehr gut. Ja, ich fand es sehr witzig, wie der Anarchist mit mir noch 5 Minuten diskutiert hat, dass er ja gewonnen hätte. Wo ich dann meinte, du kannst nicht gegen über 10 Jahre Kampfsport ankommen. Egal wie gut du bist. Oh, hier ist was. Nein, falscher Knopf. Egal. Welcher Knopf war... Ernsthaft. Welcher Knopf war das mit dem... mit dem ich mich da durchprügel? Wisst ihr jetzt nicht? Nee, muss ich den Player in der Hand haben. Es gibt ja bloß eine kleine Auswahl an Knöpfen. B. Das könnte aber auch A sein. B hat wieder fallen lassen. Okay. Dann ist es A. Aber A springt. Ach, keine Ahnung, mal probieren. Ja, zumindest war das sehr amüsant, weil wir das schon Wochen vorher vorausgesagt haben. Ja, das ist A. Das ist. Ja, jetzt dreht die Kamera. Diese okay. Eskalation kommt. Ii. Und ist ja nichts passiert. Trotzdem sehr witzig. Ui. Weißt du noch, wie du ihn töten musst? Ja, ich hab bloß den Knopf vergessen, mit dem ich seine Tentakels greife. Na, mit B. Genauso. Okay. Ist doch bei Mario immer so. Wow. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er dich jetzt trifft. Ui. Achso, das ist wie das Mario Party Minigame. Oh, aber hätte ich doch einfach hinten auf seine Tentakel springen können. Keine Ahnung. Hab ich ja nicht gesehen. Spritz ihm doch mal ein bisschen ins Gesicht, denn das ist ein bisschen. Ich dachte, jetzt fliege ich runter, weil Rebound. Jetzt mach das mir aber einfach. Chill doch mal. Ach, fuck. Übrigens, ich habe letztens was im Internet gelesen. Wusstest du, dass Napoleon in Wirklichkeit 1,75 Meter groß war? Ja, das wollten mir die Leute immer nicht glauben, wenn ich es denen gesagt habe.
Mir hast du es nicht gesagt, ich war sehr interessiert. Okay, das weiß ich nicht. Das habe ich irgendwie gesagt. Meinte, oh, das ist Bullshit, der war doch klein. Naja, das war bloß, weil die in der Geschichtsschreibung die Maßeinheiten verwechselt haben. Nein, das war, weil die Briten das in den Werbungen so gesagt haben, um ihn ein bisschen runterzuspielen. Das kann auch sein. Auf jeden Fall scheint auch historisch das französische Maß anderes Maß gewesen zu sein als das britische. Und das haben wir einfach falsch umgerechnet. Oder so, das kann auch sein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Briten... Also propagandamäßig macht es auch Sinn. Ja, ich sterbe bei dem Ding, glaube ich, noch. Aber irgendwie nimmt er die Tentakel auch nicht mehr. Ja, du musst hinten, also am Ende. Der Tentakel und nicht in der Mitte. Du bist immer nur in der Mitte. Von mir aus. Nee. Klappt wunderbar. Ja, ja. Ja. Ach, siehst du, genau. Der meiste Stand. Jetzt habe ich alle Pokémon und den Schillerpin und muss ehrlich sagen, dadurch, dass man ja im Internet so übergeil tauschen kann, ist der Erfolg irgendwie doch nicht so geil. Es ist schon cool, dass ich das geschafft habe. Du hast alle bis dahin gemacht. Ja. Und du kannst jetzt hingehen und den Stöpsel rausziehen. Achso, ja. Und ich muss sagen, du brauchst auch alle legendären Pokémon. Wenigstens mal kurz gehabt. Die man so kriegen kann, ohne mal bei so einem Ding mitgemacht zu haben. So eine Kaffeefahrt für Pokémon. Mann. Ui. Und das geht eigentlich ziemlich gut, weil du Legendäres gegen Legendäres tauschst und dann wieder zurücktauschen kannst. Nein! Und? Was? Haben eigentlich noch das Blatt mit dem Killcounter? Nein. Schade. Und das war jetzt echt gemein. Ich war ganz kurz im Wasser, Pum, Schaden. Der Delay war echt nicht genug. Na egal, machen wir vorne. Und das Tauschen war echt cool. Ich habe 2 shiny legendäre Pokémon bekommen. Voll geil. Hast du sie dann behalten oder wieder weggetauscht? Das werde ich die behalten. Ich habe für irgendeinen Bollock-Pokémon einen Shiny Ho-Oh bekommen. Dann habe ich das in meine Pokébank reingepackt und habe mein anderes Ho-Oh angeboten gegen ein Kyogre, weil das letzte Pokémon war, was mir gefehlt hat, damit mein Pokédex voll ist. Und dann habe ich einen Shiny Kyogre bekommen. Aber du musst alle Legendaries gehabt haben, also auch die, die man nur conventionmäßig bekommt. Nein, du hast gerade nicht zugehört. Alle außer die conventionmäßig. Achso, ja, stimmt. Und da man ja bei Omega Rubin und Alpha Saphir alle. Also fast alle legendären Pokémon rankriegt, so an sich, macht sich das richtig gut. Okay, freut mich für dich. Ja. Ich hätte nie den Nerv, das fertig zu machen. Also vielleicht in den ältesten Editionen würde ich den Nerv haben, weil es so wenige sind. Mhm. Da habe ich aber nicht den Nerv dafür, weil ich genau weiß, dass ich es nie vollkriege, weil immer wenigstens eins fehlt. Na und jetzt hast du ja, also dabei kannst du ja den Nerv haben, du musst bloß in diese Bank reingehen und immer mal gucken. Du hast auch ein paar gute Angebote mit drin. Du kannst auch zig legendäre Pokémon so kriegen, indem du andere Angebote siehst und das meistens irgendwelche gib mir ein Level 100 Pokémon Sachen sind. Ich habe zum Beispiel mein über alles geliebtes Knackrack Level 100 abgegeben für... Hast du mittlerweile ein neues? Ich glaube ein Ho. Ja, ich habe doch noch die andere Edition, ich habe einfach rübergetauscht. Ach so. Das war fast genauso trainiert. Na denn, freut mich zu hören. Wo war der Stöpsel zum Springen? Du bist... Ach so, da drunter. Ach ja, genau. Das war der einfachste Weg dahin. Oh Mann! Raus, spring! Oh. Das ist nun wirklich scheiße. Aber es war der einfachste Weg, das ist richtig. Boom. Ich mag halt Geschwindigkeit. Nein! So. Ach komm, naja, dann kann ich kann auch gleich wieder sterben. Du kannst auch einfach Münzen holen und dich heilen. Da muss ich aber wieder hinlatschen. Musst du nicht, da oben hängen noch so viele. Ach so, ja. Ah, das ist echt asozial, dass dieses Geglibber auf dem Boden so extrem schnell Schaden macht. Ist nicht nötig. Na, frag doch mal die Fische im Pazifik oder so, wenn da mal ein Öltanker ausläuft. Ja, schön. Aber jede Sekunde irgendwie, naja. So. Was wollte ich denn noch erzählen? Ach, zum Campen hätte ich zwar lieber die Schwebedüse, aber weiß ich nicht. Jetzt nimm ihn einfach. Genau. Jetzt hättest du gleich den anderen nehmen können, den hat er da schon so hingelegt. Immer wenn ich bei YouTube gucke, fallen immer so 1000 Sachen ein, die ich im LP sagen kann. Und wenn ich dann hier sitze, denke ich mal so. Reden, los, sag was, unterhalte die Leute. Du kriegst das hin. Ja, ich kann dir, genau. Ich sorg für die bewegten Bilder, du sorgst für die... Für den Content. Ja. Wie man es nimmt. Drehen. Jetzt nimm ihn. Ey. Ich hab die Fresse hauen. Genau. Ich wollte dir
wieder mal von Pokémon. Das ist gerade mein Lieblingsthema irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie so richtig auf diesen Pokémon-Trip mal wieder. Beim Mario-Spiel oder Pokémon? Ja, warum denn nicht? Was soll ich über Mario schon erzählen? Ja, da gibt es nicht so viele Sachen. Na, wir könnten darüber reden, dass Satoru Iwata gestorben ist. Ach, stimmt, ja. Ja, das ist ziemlich traurig. Der Nintendo-Präsident war das? Ja, Präsident, der Geschäftsführer. Der übrigens früher bei HAL Laboratories gearbeitet hat und damit für Kirby mitverantwortlich ist. Ja, Kirby war auch ganz traurig, dass er gestorben ist. Stimmt. Ich habe da so ein Bild gesehen, wo alle Nintendo-Figuren ganz traurig waren. Ja, das fand ich ziemlich passend. Ah, und jetzt die schwierigste Frage ist ja, wie ersetzt man so einen Menschen? Und das ist echt hart, also vor allem, weil Satoru Iwata hat ja, also Zitate von ihm waren, dass er, wie war das? Er ist tatsächlich ein Geschäftsführer, er ist im Herzen Spieleprogrammierer, im Gehirn ist er Spieleprogrammierer und im Herzen ist er Gamer, hat er gesagt. Ach so, ja. Und das ist eigentlich genau das Richtige, was ich mal sagen würde. Sind denn nicht alle Spiele, Programmierer auch Gamer? Also das ist eigentlich für mich naheliegend. Nicht zwangsläufig. Du kannst das Spiele machen, ohne eine Ahnung von der Materie zu haben. Echt? Siehe viele, viele Spiele, die rauskommen, die überhaupt nichts mit Spaß und Games so an sich zu tun haben. Das ist doch die heutzutage Industrie. Bloß die guten Spieleentwickler sind meiner Meinung nach auch Gamer. Also zumindest viele davon. Ich dachte mal, die wissen, was der Reiz daran ist. Ich dachte mal, das geht einher. Man kann auch bloß gute Spiele oder überhaupt Spiele machen, wenn man sich damit auskennt. Man kann Spiele machen, ohne sich damit auszukennen. Gute Spiele kann man nur machen, wenn man sich damit auskennt. Muss das echt nochmal sein? Zumindest. Sie ist doch positiv. Jetzt kannst du dich dann heilen, wenn du da drüben ankommst. Ja. Falls du da drüben irgendwann ankommst. Jetzt ist das Problem, wie ich. Spring doch einfach mal von da hoch und guck mal, wo du landest. Ja, würde ich jetzt auch machen, aber ich glaube nicht da, wo ich hin muss. Und dann kannst du ein Stück nach vorne gehen. Oder? Nein! Oh. Sorry, ich dachte, du schaffst das. Ja, egal, dann mach ich es nochmal. So schwer ist er ja nicht. Nee, aber das ist halt wichtig, dass man jemanden findet, der das kann, erstmal so eine Riesenfirma verwalten, dann immer noch trotzdem eine Passion hat. Ich meine, dir hilft es nichts, wenn du irgendwie so einen Wirtschaftsabschluss an irgendeiner Uni hast. Da kannst du immer noch keine Firma wie Nintendo führen. Da musst du immer noch mit einer bestimmten Passion dabei sein und... Naja, hat er das ja nicht alles allein Liebe gemacht. Für die Spieler. Natürlich hat er das nicht allein gemacht, aber das ist... Das wird dann auch sein Nachfolger, mit denen er da am meisten gearbeitet hat. Ich kenne die Namen alle nicht und ich denke mal, da wird es aber einen geben, der sein Assistent war, der eigentlich die ganze Zeit da war oder so. Also gehandhabt wird... Also so gemutmaßt wird, ja, dass eigentlich theoretisch Shigeru Miyamoto, der... sag ich mal, Hauptkandidat wäre, also ja, der Entwickler Mario, Zelda, der alle erfunden hat und alles gemacht hat, der war, ich weiß nicht, ob der schon mal Chef war, jedenfalls ist es eine Weile her. Na komm, ich kann doch bestimmt auch hier mit irgendwie rüberkommen. Nach links, ja. Ja, schade, dass der... Aber andererseits ist natürlich Shigeru Miyamoto bisher, glaube ich, fast nur Spieldesigner gewesen und, ja... Ich glaube nicht, dass der dann so ein guter Präsident wäre. Also das wird. Naja, wohl eher, dass dann seine kreative Energie vielleicht in den Spielen nicht mehr hundertprozentig angewendet werden kann. Oder so. Weil wer hauptzeitlich ein Spielentwickler ist. Obwohl, das war Iwata ja natürlich auch. Die soll einfach jetzt erstmal. Ja, ja. Irgendwann findet man es dann auch raus, wie es geht. Ja. Aber so viel zum aktuellen Tagesgeschehen. Apropos Tagesgeschehen, vor ein paar Tagen hat ein deutscher YouTuber, ich weiß, du bist da nicht so in deinem Themengebiet, du guckst keine deutschen YouTuber, LeFloid, sagt dir das was? Ja, Merkel interviewt. Genau, und... Das Interview war extremst kacke. Ja, genau, das wollte ich auch gerade so sagen. So ein lächerlicher Bastard, Alter. Ich habe viel mehr Kritik von ihm erwartet. So aber ich ein glaub, lächerlicher... Ja, ich würde ihn nicht als lächerlich... Natürlich ist er da eingeschüchtert, einfach, aber der hat halt nicht geschissen bekommen. Fertig. Hat er sich nicht gut angestellt. Ich habe 20 Minuten lang habe ich mir das angeguckt. Und ich habe schon nach 10 überlegt, aufzuhören, weil ich bin eigentlich sehr optimistisch bei solchen Sachen. Und gucke mir auch gerne an, was da so passiert. Übrigens, wenn du dich heilen willst, warte, zieh mir erstmal den Arm raus. Ich glaube, wenn du eine Stampfattacke darauf machst, dann drehst du dich bloß einmal. Und hängst dann an den Kabeln. Ach, ich bin mir nicht sicher. Man kann es ja probieren. Wenn nicht, müsste da drunter, glaube ich, die Holzflöcke sein. Also nur, wenn du dich heilen willst, ja. Ja, zumindest. Das Interview kann man sich mal angucken und ich finde auch sehr interessant, dass sich Merkel dafür Zeit genommen hat. Naja, ist halt ein guter PR-Gag, würde ich jetzt mal sagen. Schon, aber ich. So die Volksnähe demonstrieren. Na, sie hat doch alle Antworten total abgetan mit ihrer gewöhnlichen Professionalität. Kann man ja nicht anders ausdrücken. Sich um Fragen rumwinden kann die wirklich gut. Das ist das erste Talent, was du als CDU-Politiker können musst. Neben einem Arschloch sein. Fragen so beantworten, dass der andere so verwirrt ist. Hä?
Dass er warum denkt, hat er denn jetzt nicht gegriffen? Kann ich ihn nicht sagen. Mit B greift man. Weißt du das noch? Ja, gut. Ich hab dann B gedrückt. Stell dich aber vor. Ups. Jetzt. Solche Probleme hatte ich nie. Jetzt gibt er mir den scheiß Tentakel nie, weil das ja nicht. Grabbel ihn. Jawohl. Jetzt endlich. Ja, ich, Interview kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Einfach nur mal um zu würdigen. Wenn nicht, hat man es auch nicht so viel verpasst. Aber es kam in meinen Augen wirklich nicht viel rum. Und das soll was heißen, weil ich bin ja da eigentlich nicht so kritisch. Wollte ich noch sagen? Ich finde, du hast gerade über LeFloid geredet. Also, was du sagst, ich bin nicht deutscher YouTuber. Ja, ich gucke sie nicht, aber auskennen tue ich mich schon. Also, der Name sagt mir natürlich schon was. Du kennst Space Frogs und sowas? Ja, doch, kenne ich. Ach so, letztes Mal, als ich mal was erzählt habe. Ja, ich guck's aber nicht. Dann behaupte ich ja nicht, dass ich sie kenne, weil wenn du über irgendein Video oder was reden willst, dann sage ich einfach, ich kenn's nicht, dann weißt du ganz genau, was Sache ist. Dass ich den Namen schon mal gehört habe, ist ja dafür irrelevant, dass ich auch weiß, wie die Gesichter aussehen. Und dass ich auch weiß, dass es was für ein Channel das ist. Das ist ja nebensächlich dabei, oder? Geht. Wenn ich Mario rede, muss man ja wenigstens wissen, wie die so sind und wie die sich so geben. Ja, deswegen sage ich lieber, ich kenne sie nicht wirklich. Ui, deutsche YouTuber. Ah, genau, ich wollte dir noch erzählen. Ist jetzt mal von deutsche YouTuber wieder weggekommen. Um da wieder wegzukommen, so jetzt heißt es. Nee. Oh, ernsthaft, Mario. Okay, das war aber unsere Folge jetzt. Der Rieger hat nicht jetzt den Timer. Ja, mein neuer Job ist der Timer-Achter, wenn ich nicht spiele. Und ich mach das super, ne? Schon direkt verkackt beim ersten Mal. Na denn, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.